Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist mal wieder soweit. Ich habe es hinbekommen, mal meinen Terminplaner ein bisschen aufzuräumen und kann noch mal einen kleinen Look mit euch schminken. Ich war bei DM und dann ist mir diese Palette hier über den Weg gelaufen. Die Daydreams Palette von Gender X Beauty, also der Marke von Marvin. Maleficent heißt er, glaube ich. Und da habe ich auch gefunden zwei Cream Blushs. Und da ich ja überhaupt kein Fan von Cream Blushs eigentlich bin, habe ich aber gedacht, ich mag die Sachen von Marvin sehr gerne. Und deswegen habe ich gedacht, okay, gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance. Ich habe den Cream Blush in Coral genommen, weil ich liebe diese Farbe. Ich bin heute sehr blass, fällt mir gerade auf. Und ich habe diese Farbe in Peachy Keen genommen, die heute wahrscheinlich besser zu meinem Hautton passen wird. Aber schauen wir uns doch mal die Palette an. Also es ist Daydreams, da steht drauf 15 Color Eyeshadows, also Lidschatten und Highlighter Palette. Und wenn ich mir die mal angucke, es wird glitzern und funkeln. Also die Highlighter gefallen mir sehr gut. Der ist vielleicht ein bisschen dunkel für mich, aber die hier oder die auch als Lidschatten, mega wahrscheinlich. Schön, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matte Töne sind. Dann haben wir 4 richtige Glitzer-Lidschatten, also Shimmery und auch glitzernd. Wir gucken gleich mal. Und eben diese 3 tollen Highlighter. Ja, die man natürlich auch als Lidschatten-Topper benutzen kann. Ne? Also wir sind da ja nicht so, ich mache ja, was ich will. Okay, ihr Lieben. Mir fällt gerade auf, ich habe meinen Puder vergessen. Den hole ich nochmal eben. Bis gleich. So, okay. Also, mein Lieblingspuder, Altera Finish Powder in der Farbe Medium. Ich liebe ihn, deswegen werde ich mir erst einmal eine schöne Schicht auftragen, dann sehe ich auch gleich ein bisschen lebendiger aus. Ja, ich habe im Gesicht eine Foundation von Elf, die ist mir ein bisschen zu hell. Ja, ich glaube, das kann man auch sehen. Aber, wie gesagt, ich will im Moment auch nicht mehr so viel anbrechen, ohne das andere mal aufgebraucht zu haben. Also es ist, ja, ich werde mich auch wahrscheinlich von einem ganz großen Teil meiner Sammlung trennen, weil ich so viel habe, dass ich überhaupt keinen Überblick mehr habe. Und naja, dann werden wir mal sehen, was ich damit mache, ob ich die verkaufen möchte oder ich weiß nicht. Als ich abgebe. Also auf jeden Fall wird es sich bei mir etwas reduzieren. So, jetzt habe ich eine halbwegs normale Hautfarbe mal. Ich bin einfach im Moment sehr gestresst und sehr, ja, fertig. Wir hatten gestern Kindergartenfest. Das haben wir aber jetzt hinter uns. Es kommen noch so ein paar Kleinigkeiten, Elternabende und sowas. Aber dann kommt wieder eine normale Routine in unseren Alltag und dann ist es auch wieder etwas ruhiger um mich herum. So, ihr Lieben, was mache ich jetzt? Ich zeige euch mal, was man... Oh. Erstmal pudere ich noch meine Augenlider ab. Genau. So, ein bisschen mehr. Oh. Man sieht, ich habe wenig Schlaf bekommen in der letzten Zeit. Aber das macht nichts jetzt. Dann machen wir uns mal ein bisschen frischer, ne? Okay, ja. Ich nehme die Palette und schaue mir erstmal an, was es hier so gibt. Also es gibt hier diesen Infinity-Ton. Der macht sich bestimmt gut auf meinem Lid, weil ich dann schön die Farben ausarbeiten kann. Ich habe aber auch den hier. Der heißt Loyalty. Ja, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme Loyalty
Ja, der ist ein bisschen wärmer vom Ton her. Also nehme ich einen etwas flacher gebundenen Pinsel und trage mir den erst einmal aufs Bild. Oh, der krümelt ein bisschen. Und trage mir aber. Ups. Uiuiui. Okay. Fallout des Todes. Naja, gut. Aber das ist nun mal so, ne? Wenn ich da so mit einem festen Pinsel reingehe, kann ich nicht erwarten, dass das auch nicht fest aufgenommen wird. Muss das gleich mal hier wegmachen. Das sieht nicht gut aus auf meinem. Auf meiner Nase hat er nichts verloren. Oh, ich bin aber auch heute faltig. Naja. Ich gehe mal ein bisschen höher damit. Okay. Wisst ihr was? Ich mache mir den Inner Corner auch damit ein bisschen. Wenn es schon mal da klebt, dann kann man es auch nutzen. Okay. Gehen wir da ein bisschen vorsichtiger rein. Und mein linkes Auge ist sowieso etwas weniger faltig als mein rechtes. Gehe aber jetzt auch hier drunter. Okay. Ist es gleichmäßig? Ich glaube, ich gehe noch mal rüber. Okay, so, das ist schon mal eine gute Basis. So, ich nehme den gleichen Pinsel. Oder? Ja, ich nehme den gleichen Pinsel und gehe in diesen Ton hier rein. Der heißt Carefree. Es gibt noch einen dunkleren Ton. Boss Bitch heißt der. Ich nehme doch lieber einen fluffigen Pinsel. Ja, nehmen wir den hier. Nein, ich nehme den Carefree. Tupf auch nur mit den Spitzen etwas ein. Klopf auch mal ab, weil ich glaube, die sind gut pigmentiert. Geh in den Winkel und geh an dieser Knochenkante entlang. So. Vielleicht auch ein bisschen warm für mich der Ton. Aber ich finde es nicht schlecht. So, nochmal tupfen. Und wieder hinten ansetzen an der Kante und ziehe ihn über den Knochen. Das mache ich natürlich, weil ich Schlupflider habe. Und ja, ein bisschen mehr ist mehr. Das ist gut. Einmal ordentlich ausblenden hier. Auch hier gehe ich noch mal lang. Mit ganz kleinen Tupfen. So. Dann nehme ich einen weiteren fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe. Dazu gefällt mir, glaube ich, gut dieser Champagne-Ton und trage mir den auf dem beweglichen Lid auf. Oh ja, der ist schön. Oh, der ist sehr schön. Oh, das ist ein sehr, sehr schöner Ton. Gefällt mir sehr gut. Schöne Deckkraft, schönes. Ja, gefällt mir sehr gut. So, jetzt gehe ich aber noch einmal in den Infinity-Ton und mache mir den Inner Corner ein wenig.
Genau. Sehr schön. Gefällt mir. Ich gehe nochmal in den Loyalty und gehe mir nochmal unter die Augenbraue. Um das hier auch ein bisschen weicher zu machen. Das gefällt mir. Ist das ein bisschen fleckig? Ich weiß nicht. Hier mit dem Finger lang. Ich glaube, das ist nur der Schatten. Gut. So, was mache ich mir denn Schönes aufs Auge? Ich glaube, ich möchte diesen hier ausprobieren, den Just Chilling. Der ist so ein bisschen rosa, Roségold mit ein bisschen Silber. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Und den presse ich mir mal hier auf das erste Drittel oder auf die erste Hälfte des Lids. So ein bisschen grob. Oh, schaut mal, das ist ein Holo. Oh, wunderschön. Also sind da auch ein paar Blaupartikel drin. Das ist ja fein. Hier von der Seite sieht man das gar nicht so. Und dann gehe ich hier hinten in The One. Das ist ein dunklerer Schimmerton. Hier, mal direkt den Unterschied sehen. Der ist auch ein bisschen goldiger. Und den trage ich mir hinten auf. Das sieht wunderschön aus, finde ich. Eine sehr, sehr schöne Qualität übrigens. Fühlt sich unheimlich weich an. Schön. Ich habe kein Läppchen. Moment. Huch, das war meine Brille. So, das geht so. Dann nehme ich einen ganz kleinen Pinsel, gehe in den Ton The Richest, das ist ein goldiger Schimmer. Den finde ich, glaube ich, gut. Wirklich in den Inner Corner rein. Oh ja. Was ist das hier? Jetzt habe ich natürlich mit meinen Glitzerfingern da reingepackt, ne? Schön. Schön, Claudi. Wieder mal hochprofessionell. Aber ihr wisst, wenn ich etwas bin, wenn ich etwas nicht bin, dann professionell. Und so soll es auch bleiben. Ich kann das einfach nicht mehr haben. Dieses, ach, wir müssen alles kaufen, wir müssen alles machen, wir müssen. Nee, müssen wir nicht. Also, ich mache auch diesen Adventskalender-Hype nicht mit. Ich habe mir zwei Adventskalender gekauft. Das ist der von Maybelline, den. Oder von Manhattan. Ich weiß es nicht. Also von Manhattan, weil ich den für 26 Euro bekommen habe. Da war so eine Aktion, da bekommst du nochmal 25%. Den habe ich mir genommen. Und dann habe ich mir den Sephora geholt. Weil ich einfach. Das sehe ich als Geschenk an, diese wunderbaren Sachen auszupacken. Und deswegen habe ich den auch genommen. Und das war's. Eventuell kommt noch der Trended Up, weil den finde ich schön, weil das sind Basic-Produkte, da ist auch was Nettes drin. Ich finde diesen Sponge als Tannenbaum schön. Und da kommt halt mein Verpackungsherz in Wallung. Ich nehme doch mal diesen Boss Bitch und versuche mit dem mal hier unten aufzutragen. In den Wimpernkranz. Jawohl. Ja, das sieht gut aus. Also stellen wir fest, das ist sehr, sehr schöne Pigmentierung. Und vorne mache ich mir nochmal diesen Just Chilling. Hier unten hin. Genau. Jawohl. Das sieht doch nett aus. Ja. Okay. Dann nehmen wir mal einen
Mascara. Und zwar wollte ich jetzt endlich mal diese Burgundy Haze Lash Sensational Sky High ausprobieren. Ich habe mir alle drei gekauft: die blaue, die rosane und auch die Burgunder. Und ich glaube, das Burgunder sieht gut aus zu dem Gold. Noch nie benutzt. Ich habe eben die Folie abgemacht. So. So sieht's aus. Ich glaube, das passt gut. Ich experimentiere ja ganz gerne mit Farben im Wimpernbereich. Ich habe ja auch Grün und Pink und ich finde, das ist alles dann noch so ein bisschen abgestimmter manchmal. Gefällt mir übrigens sehr gut, gerade wie ich hier aufgetragen habe. Ja, die Farbe ist total tragbar. Die Farbe ist auch sehr, sehr schön mit einem braunen Eyeliner tragbar. Das sieht gut aus. Ja, das gefällt mir. Sehr schön. Falls ihr irgendwas brummen hört im Hintergrund, hier ist irgendwie eine dicke Fliege reingekommen, die mich schon nervt, aber ich krieg sie nicht. Das sieht gut aus. Okay. So, dann suche ich mal meine Brille. Wo ist sie hingefallen? Da ist sie. Die ist staubig. Okay, Moment, mache ich mal eben etwas entstauben. Oh ja, das sieht gut aus. Gefällt mir. So, dann nehmen wir uns einen Blush. Nehmen wir Coral. Nee, der ist zu warm im Moment. Zu kühl. Dann nehmen wir lieber den etwas leichteren Peach. Nehmen meinen Pinsel, meinen Liebling. Ach, der ist ja. Das ist ein Cream Blush. Oh. Wir nehmen es anders. Super. Mal gucken. Okay, so sieht er aus. Ich gebe mir. Ich glaube, ich und Cream Blush, wir werden keine Freunde. Gekostet hat er mich 7,99. Da dachte ich, okay. So, ich nehme mal einen Sponge und arbeite mit. Ich nehme den mal auf mit dem Sponge. Mal gucken, wie das ist. Ja. Was sagt ihr? Schreib's mal. Ich bin ja auch einfach ein Grobmotoriker. Das ist nichts für mich so. Ich kann es schlecht sehen, ehrlich gesagt. Aber gefällt mir, oder? Die Farbe ist schön. Die Farbe ist wirklich schön. Ich nehme mal ein bisschen Puder auf mit meinem Sponge und mache mir den unter die Nase, damit es mal aufhört zu schimmern. Okay. Okay, ja. Ja, er ist sehr leicht. Flippe ich doch mal den anderen. Schau mal einfach mal, wie der ist. Wuhu! Okay. Ja, ich glaube, der ist mehr was für mich. Okay.
Ja, jetzt bin ich Rotbäckchen, ne? Ich weiß nicht. Ich gehe noch mal mit Puder drüber. Ich bin kein Fan von Puder, von Creme Blush. Naja, wir haben ja noch unsere schönen Highlighter. So, ich nehme hier die Spitze und gehe mal über den hier, über den etwas dunkleren, weil ich glaube, dass der zu dem Blush gar nicht schlecht aussieht. Gefällt mir. Machen wir auf die Nase. Da sieht man es, glaube ich, besser. Oh, der ist schön. Über die Lippenherz. Das Lippenherz heißt es. Finde ich gut. Ja. Okay. Jetzt machen wir uns noch was auf die Lippen. Na, geht doch. Ich glaube, es wird noch was von mir. Ich liebe Maybelline. Aber ich glaube, es wird der. Wie heißt das? Das ist die Nummer 15. Auch Peachy von Maybelline. Den müsst ihr immer gut schütteln. Weil da die Pigmente sich sehr gerne unten absetzen. Der ist schön. Der ist wirklich schön. Die mag ich sehr, sehr gerne. Also ich mag eigentlich alle Produkte. Außer diese Super Matt Ink, die finde ich nicht gut. Die sind mir zu trocken. Also der ist auch etwas trocken. Bin jetzt auch ein bisschen vorsichtig, dass ich den ein bisschen offen halte gerade. Und ja, das gefällt mir gut. So. Fazit. Ne, wir gucken es uns erstmal an. Ich finde es ganz gut. Ah, wie Schatten unter den Augen. Naja. Okay, so ist das halt, wenn man älter wird, ne? Mir gefällt es jedenfalls sehr gut. Was sage ich zur Palette? Also, die hat mich jetzt 19,95 € gekostet. Ja, die ist schon schön. Also, gute Pigmentierung, gute Haltbarkeit, weiß ich jetzt noch nicht, ne? Aber sehr, sehr schönes Auftragen. Gefällt mir gut. Bis auf diesen Loyalty, der hat ein bisschen Fallout gehabt, aber da war ich wahrscheinlich mit dem falschen Pinsel drin. Muss man ja auch immer beachten. Da muss man, glaube ich, ein Fan von diesen Cream Blushes sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht meins. Ja. Weiß ich noch nicht. Muss ich vielleicht nochmal ausprobieren. Das Finish ist schön, aber ich bin ja jetzt auch mit mehreren Sachen drüber gegangen. Und das ist der Schatten übrigens, der hier so komisch aussieht. Naja, gut. Ihr Lieben, das war's. Ja, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr denkt. Holt ihr sie euch? Also ich habe alles von Gender X Beauty, weil ich mag die Konsistenzen und ich finde auch gut, dass es doch recht kleine Brands gibt. Oh. nichts anfassen, Claudi. Dass es auch recht kleine Brands gibt, die man unterstützen kann, finde ich immer wichtig, weil die Großen, die kriegen ihr Geld, ne? Aber ich finde, es gibt doch mal, Diversität ist nicht nur eine Sache der Geschlechtsidentität, sondern eben auch des Make-ups. Ihr Lieben, passt bitte auf euch auf, bleibt oder werdet bitte gesund, das ist das Allerwichtigste. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald.
Ich habe jetzt vor, ein paar Videos zu machen über meine Natasha Denona Paletten. Ihr hattet euch ja gewünscht, dass ich mal die alte und die neue Golden Palette gegeneinander stelle. Sie sind völlig unterschiedlich, das kann ich schon mal direkt sagen. Ja, das machen wir in nächster Zeit und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann.